Hallo, wir sind gerade im Stieglerhaus bei einem wunderschönen Wetter und heute interviewen wir unseren Ehrengast Herrn Schmölzer und die Hanna hat ein paar Fragen für ihn. So, also da auch ein Hallo von mir und stellen Sie sich mal bitte kurz vor. Ja, auch ein Hallo von mir. Ich bin der August Schmölzer, ich bin hier Vorstand vom Stieglerhaus und bin ein geborener St. Stephaner und lebe auch hier in St. Stephan. Ich bin Schauspieler und Schriftsteller und mittlerweile halt auch Organisator der künstlerischen Abteilung des Stieglerhauses. Sind Sie hier zur Schule gegangen? Ja, ich bin in die Volksschule gegangen, hier im Ort noch damals die alte, und habe dann 4 Jahre Hauptschule und schon in der neuen gemacht. Ja. Und habe danach aber gleich eine Lehre als Koch angefangen und habe diese Lehre dann beendet, aber nicht den Beruf nicht mehr weiter ausgeübt. Okay. Wie hat damals unsere Schule, also wie hat sie Ihnen gefallen? Es war damals noch eine Hauptschule. Was mir ja heute leider Gottes an vielen jungen Menschen fehlt, wir haben viel Natur gehabt, wir haben andere Dinge in der Natur vorgehabt, also da hat es also Wald gegeben, dann die Bäche und das war immer spannender und das Raufen und das Indianerspielen als das, was wir unbedingt in der Schule gelernt haben. Ja. Gott sei Dank ist es doch einigermaßen glimpflich dann durchgegangen, dass doch ein bisschen was gelernt wurde. Und wie ist Ihre Beziehung jetzt zu unserer Schule? Also haben Sie da irgendwie irgendwas mitgearbeitet? Es gibt zwei Bereiche. Ich kenne sehr viele von den Lehrern. Ich kenne natürlich sehr viele der Schüler. Leider Gottes nicht mehr alle, weil wenn man älter wird, ist das mit der Jugend, man kennt sich dann nicht mehr so. Und ich kenne aber trotzdem sehr viele Schülerinnen und Schüler, weil sie hier im Stieglerhaus verschiedenste Projekte mitmachen, worüber wir uns sehr freuen und auch in Zukunft weiterhin offen stehen und auch für Ideen offen sind. Sie sind ja Schauspieler. Ja. Was war Ihr letzter Film, in dem Sie mitgespielt haben und um was, also wie war der Titel? Der letzte Film, das war ein Kinofilm, der spielt in Deutschland, im Harz. Und der Titel heißt Schlaf und ist eine Art Horrorfilm. Zum Teil lustig, zum Teil traurig, zum Teil auch gruselig. Und der ist gedreht worden voriges Jahr. Und wir werden heuer damit bei den Berliner Festspielen, Filmfestspielen, damit Premiere haben. Okay. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie da mitgespielt haben? War es vielleicht ab und zu auch gruselig? Nein. Also wenn man als Schauspieler mitspielt, dann weiß man, was man zu tun hat. Und es ist vollkommen falsch, wenn man betroffen ist von dem, was man selber macht. Also es ist ein Spiel, ja, das manchmal natürlich sehr ernst wirkt, wenn man es dann sieht. Aber man darf nicht vergessen, es ist ein Spiel. Ja, wenn man sich selber so verliert da drinnen, dann wird es gefährlich, weil das hat dann nichts mehr mit Spielen zu tun. Und welcher Film ist jetzt bis jetzt am beliebtesten gewesen von oder am besten ankommen? Das weiß ich gar nicht. Also es ist so, dass ich glaube ich in über 100 Filmen mitgespielt habe, da gehört Fernsehen dazu, da ist Kino dabei. Es hat viele Filme gegeben, die sicher große Erfolge waren. Bei mir geblieben sind alle, wenn ich sie nicht im Kopf habe, sind alles meine Kinder, weil ich kann es nicht unterscheiden. So, es gibt ein paar Dinge, die dann Highlights geworden sind, so wie Schindlers Liste ist ein Highlight geworden. Dann gibt es eine ganz tolle Trilogie, die heißt Das Fremde und das Dorf, wo ich das erste Drehbuch geschrieben habe und dann noch zwei drauf gefolgt sind, wo auch das Drehbuch die Romik bekommen hat und das dann wirklich sehr, sehr erfolgreich war, auch im Fernsehen. Das war eine Koproduktion zwischen ORF und ZDF. Aber ansonsten es gibt nichts, was ich bevorzuge oder nicht, sondern es ist einfach so,
mehr oder weniger zufrieden ist man dann, wenn man die Arbeiten wieder sieht. Meistens ist man eh nicht zufrieden, aber es sind alles meine Kinder. Und vor ein paar Tagen war ein Film im Fernsehen, die Hanna weiß den Titel. Erika, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Mich hat der Film sehr berührt und ich habe auch gehört, dass Sie da mitspielen. Mhm. Ja, das war Erik und Erika. Mhm. Da ging es um diese Geschichte von Erika Schinecker. Erika Schinecker war eine Skirennläuferin, eine sehr erfolgreiche, die, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig erzähle, eine Weltmeisterschaft gewonnen hat oder eine Goldmedaille gewonnen hat, bis man draufgekommen ist, dass sie eigentlich ein Mann ist. Dann gab es über viele Schwierigkeiten eben das, die Umwandlung, die im Film erzählt wird und die für diesen Menschen, ich habe den ja selber kennengelernt, nicht einfach war. Das kann man sich vorstellen, wenn man das sieht. Und ihm wurde dann die Medaille aberkannt, weil er sie als Frau gewonnen hat. Und es war dann Erik Schinecker und war ein ganz berühmter Fahrer, Skifahrer und ist heute noch immer ein sehr netter, sehr gesunder, rüstiger Herr. Und ich habe da drinnen den Herrn Kneißl gespielt. Der Herr Kneißl war ein Skiproduzent, einer der mächtigsten Skiproduzenten, die es damals gegeben hat, die natürlich auch ihre verschiedenen Geschäfte und Ansichten mit diesen Leuten getrieben haben. Ja. Das ist in diesem Metier durchaus, wenn man sich manchmal so die Meldungen anschaut, durchaus auch möglich. Also, dass Skirennläufer halt immer unter der Fuchtel von irgendwelchen wirtschaftlichen Mächten stehen. Und wie würden Sie sich jetzt in drei Worten beschreiben? Drei Worte. Ich mich selber, also wie als Mensch oder wie? Ja, also von Charaktereigenschaften her. Oh, in drei Worten geht das nicht. Ich glaube, ich bin ein sehr komplexer Mensch. Mhm. Das hat nichts mit Gut oder Böse zu tun, sondern ich habe, glaube ich, ein breit gefächertes Interessensgebiet. Ich freue mich immer, wenn was Neues beginnt. Ich habe jetzt die Fernseharbeit zurückgestellt, weil mich das Stiegelhaus hier interessiert. Ich werde wahrscheinlich in einiger Zeit wieder ein Buch schreiben. Also das Leben ist mir so wichtig, dass ich sage, also bevor mich etwas zu langweilen beginnt, mache ich was Neues. Und also dieses Interesse, dieses Suchen nach Neuem, nach das, was man noch nicht kennt, auch nach Grenzbereichen, das ist schon etwas, was mich ausmacht, glaube ich. Ja, wir haben ja jetzt gerade vom Skifahren geredet. Ja. Sind Sie gerne im Ausland, also gern auf, also meine Leidenschaft ist halt zu verreisen. Was ist Ihre? Ich bin sehr, sehr viel unterwegs gewesen in der ganzen Welt und das war toll, meistens auch beruflich und so. Mittlerweile ist es so, dass ich das sehr gut verstehen kann. Und je nach Möglichkeit solltet ihr das auch machen. Andere Länder, andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen, dass man plötzlich sieht, Moment einmal, die Menschen in Afrika, die Menschen in China sind ja nicht anders als wir hier. Sie mögen anders ausschauen, aber sie haben dieselben Bedürfnisse wie wir. Bei mir ist es so, dass ich, da ich so viel unterwegs sein durfte, ich gerne zu Hause bin. Ich bin es eh selten genug, weil ich sehr viel immer noch unterwegs sein muss, aber ich bin wahnsinnig gerne zu Hause. Ich habe jetzt gerade gesagt, über Weihnachten zum Beispiel, Neujahr, dann waren wir zu Hause, wir waren vorher in Indien, 3 Wochen, und wir haben bis zur Langweiligkeit nichts getan. Und das war so unheimlich schön, auch durch das Wetter jetzt und so, das zwar nicht weihnachtlich ist, aber diese Sonne, und das ist halt unheimlich schön. Also ich hat aber nichts mit dem Alter zu tun, sondern ich fliege nicht mehr wahnsinnig gern und ich fahre nicht mehr wahnsinnig gern irrsinnig viele Stunden und ich habe so viele Freunde auf der ganzen Welt. Es gibt da für mich eben nicht mehr wahnsinnig viel zu entdecken. Und wo können Sie sich in St. Stephan am besten entspannen oder was ist Ihr Lieblingsplatz? In St. Stephan ist es natürlich mein Zuhause da in Hochneuberg. Das ist toll. Ich besuche aber auch beide Kaffeehäuser, ob das da unten ist, der Ebner oder da drüben, die Anita Keins. Ich freue mich sehr oft über
persönliche Gespräche mit St. Stephanen, die ich kenne, sind ja natürlich viele ältere Semester, weil ich natürlich viele ältere Menschen so kenne. Ich freue mich dann, jemanden zu sehen, wo ich weiß, aha, dem geht es wieder gut, diese Gespräche sind sehr schön, dann trinkt man ein Glasl miteinander, auch bei den Puschenschenken rundherum und so. Aber wir haben ja leider jetzt kein Gasthaus hier in der Nähe und so. Aber meistens ist es so, dass ich mich, wenn ich nicht zu Hause bin, mit Menschen wohlfühle. Mit Menschen, die so sind, wie sie sind und nicht irgendwas versuchen zu sein oder nicht zu sein. Das ist sehr angenehm, wenn man dann fragt, du, wie geht's da, und auch Geschichten kennt oder so, so wie ich jetzt da bei ihrem Onkel, also wo ich sofort wusste, wie ich den gesehen habe, auf mich zulaufen, habe ich sofort gewusst, das ist der, ja. Und der war ja mit meinem Bruder zusammen, hat er ja in die Schule gegangen, Sepp. Und was haltet, also St. Stephan ist auch unsere Heimat und irgendwie, es ist auch, also bei mir ist es so, ich möchte nicht so gern von hier weg. Ich bleibe gern hier. Also das ist, wir haben alles. Haben Sie, also könnten Sie vielleicht einen Namen nennen, mit dem Sie vielleicht, der Ihr bester Freund hier in St. Stephan, haben Sie einen? Einen besten Freund, das so gibt es eigentlich nicht mehr. Ich kenne so viele Leute, ob das jetzt der Bürgermeister ist oder ob es irgendein Pensionist ist, ja, die ich alle kenne, die ich gleich schätze, ja, über die ich mich freue, wenn man ein bisschen was redet miteinander. Ja. Also aber richtig so Freunde, das gibt es eigentlich nicht, nein. Haben Sie eigentlich irgendeine Ziele noch fürs Leben oder was Sie unbedingt machen wollen? Ziele fürs Leben. Ich durfte schon so viel machen, also an verschiedenen Dingen. Und ich möchte gesund bleiben. Das ist einmal das Wichtigste, dass ich gesund bleibe und vielleicht im Kopf klar bleibe, damit, wenn mir etwas begegnet, was mich so anspricht, was für mich so wichtig scheint, damit ich das dann auch machen kann. Ja? Aber einzelne Ziele, es ist auch nicht mehr so, dass ich sage, ich muss unbedingt in dem Film spielen, ich muss unbedingt das Theaterstück machen. Nein, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Sondern ich möchte gesund bleiben und so klar im Kopf bleiben, dass ich sagen kann, das interessiert mich. Was das dann ist, weiß ich nicht, aber wenn es mich dann packt, dann wird es wohl etwas gewesen sein, das mich interessiert. Ja, also jetzt haben wir lang geredet. Gerne, danke. Wir können ja gerne noch stundenlang weiterreden mit euch. Danke, dass Sie heute unser Gast waren. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt also bei Ihnen sein haben dürfen und auch vieles über Sie erfahren können. Jetzt verabschieden wir uns aus dem Stieglerhaus bei diesem wunderschönen Wetter und senden zurück in die Schule.